Heute geht es in erster Linie um Gaming-Aktien. Am Ende meiner Beiträge dann die nächsten Gewinner unseres Adventskalenders. Aber bevor es richtig losgeht, noch einmal unser Programmhinweis. Aktienlust live, die Börsenshow. 5 Aktien, 3 Teams, 1 Börsenspiel. Die Teilnehmer, Team 1, die Finanzdiva. Sie ist Bildkolumnistin und Bestsellerautorin. Katja Eckert alias Kate wird bei unserem Börsenspiel gemeinsam mit ihrem Financial Diva Analyst Jens Will in den Börsenspielring steigen. Team 2, Börse Online, Jens Kastner und Lars Winter. Das etablierteste und größte Anlegermagazin Deutschlands, Börse Online, zählt zu den Marktführern unter den Wirtschafts- und Finanzmagazinen. Kein geringeren als die Chefredakteure selbst, Jens Kastner und Lars Winter, geben sich die Ehre. Team 3, Kolja Barkhorn. Sein YouTube-Channel Aktien mit Kopf ist mit 236.000 Followern der erfolgreichste Finanzkanal Deutschlands. Raus aus dem Hamsterrad, rein ins Börsenspiel. Mit Kolja ist jede Menge Hochspannung garantiert. Und jetzt lasst das Spiel beginnen. Herzlich willkommen auf Aktielust TV. Sie haben es eben gesehen, am Donnerstag, 19 Uhr, da sind wir wieder live auf Sendung hier auf Aktienlust TV auf unserem YouTube-Channel. Super spannender Gast dabei zu dem Thema Trendbranchen 2021. Das sind auch einige heiße Aktien. Dann natürlich sicher mit im Gepäck, dann unser Börsenspiel. Das wird sehr, sehr spannend wieder. Es ist die letzte Sendung in diesem Jahr, das darf ich verraten. Neu geht es dann weiter im kommenden Jahr. Also das dürfen Sie nicht verpassen. Natürlich dürfen Sie auch nicht die nächsten Gewinner verpassen, die Nicole im Anschluss an meinen Beitrag heute da noch vorstellen wird. Wer hat gewonnen? Die nächsten Geschenke im Adventskalender waren ja ein paar tolle Sachen dabei. Also wer da mitgespielt hat, der sollte bis zum Ende jetzt auch dabei sein. Ja, kommen wir zur aktuellen Marktlage zu sprechen. Ja, und da stehen aktuell ganz klar die Gaming-Aktien wieder mal im Fokus. Vielleicht wegen Cyberpunk 2077, ja, einem neuen potenziellen Blockbuster. Der hat das ganze Genre wieder mal nach oben gespült. Aber generell läuft es in dem Sektor natürlich gut. Klar, je mehr Menschen zu Hause sein müssen oder jetzt auch in dieser dunklen Jahreszeit, auch noch hierzulande mit Lockdown garniert, ja, dann setzt man sich lieber vor die Spielekonsole und irgendwie muss man ja die Zeit rumbringen. Und das spielt diesen Unternehmen natürlich ganz klar in die Karten. Bevor ich darauf komme, noch ein paar Einzelnews. Ja, Amazon hat jetzt in New York die neuen selbstfahrenden Stromer vorgestellt. Ja, man hat ja zugekauft im Frühjahr Zugs. Ja, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, und nach 7 Jahren Entwicklungsarbeit, jetzt die selbstfahrenden Stromer. Also das geht natürlich dann klar auch in Richtung Logistik. Man möchte natürlich dann auch irgendwann die Robotaxis auch für den Transport einsetzen. Ja, da sieht man mal den Unterschied in Amerika. Da geht es schon um die nächste Generation, um die autonome Fortbewegung. Deutschland bastelt noch an der E-Mobilität. Das sind aktuell einfach die Unterschiede. Ja, positiv Adidas scheint jetzt wirklich dran zu sein, sich von der defizitären US-Tochter Reebok zu lösen. Da würde sicherlich noch ein paar Millionen Euro in die Kasse gespült. Tut aktuell auch nicht so verkehrt. Und in Stockholm wurde jetzt der Nobelpreis für Chemie an Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna verliehen. Ja, und da geht es um das Thema Genschere. Und das ist ja ein revolutionärer Ansatz, wirklich diese Krankheiten wie Krebs, AIDS etc. wirklich wirksam zu bekämpfen, indem man wirklich Gene isoliert, bearbeitet und dann zur Heilung wieder zurück auf den Weg schickt. Also ist wie Science Fiction, aber es gibt eben Unternehmen, die dabei sind, CRISPR Technologies beispielsweise oder Intellia, da sind wir auch immer wieder selbst dabei, hier die auf unserem Kanal immer wieder mal abzudaten, vorzustellen. Aber wir kommen jetzt eben zur
Gaming-Branche und werfen da einen Blick auf das, was zuletzt passiert ist, nämlich Cyberpunk 2077. Eine polnische Entwicklerfirma CD Projekt hat dieses Spiel auf den Markt gebracht, war mit Spannung erwartet. Allein Keanu Reeves, ja, der Hollywood-Star, wurde eben digitalisiert in dieses Spiel als Hauptdarsteller eingebaut. Und das ist so ein wenig auf den Spuren von Take-Two Interactive mit Red Dead Redemption oder GTA 5. Das heißt wirklich eine Online-Spiele-Welt, in dem sich wirklich die Gamer ja über Wochen, Monate austoben können, in einer Ich-Perspektive, wie man das ja so nennt. Das ist eigentlich bei CD Projekt oder CD Projekt eine Spielausrichtung, wie es eben bei Take-Two eben auch ist. Man konzentriert alles auf ein einziges Spiel. Zuvor war man mit der Witcher-Reihe sehr, sehr erfolgreich und man hat jetzt das schon mit Spannung erwartet. Aber die Gamer wurden erstmal enttäuscht am Anfang, weil es lief eben auf der PlayStation 4 und auf der Xbox nicht wirklich so richtig rund. Also da war man doch enttäuscht. Man ist schon auch am Nachbessern. Man ist jetzt da kräftig dabei, wirklich da das Spiel wieder zu verbessern, die enttäuschten Spieler zu beruhigen. Aber aus wirtschaftlicher Sicht war schon mal ein Erfolg. Also gleich am ersten Verkaufstag, glaube ich, $800.000 ging da über die Bücher. Da waren also alle Entwicklungskosten eingespielt. Das ist natürlich gewaltig, aber trotzdem natürlich, wenn man einen einzigen Blockbuster hat, da muss man natürlich liefern. Und von daher darf man natürlich gespannt sein, wie das da mit der Aktie weitergeht. Die Aktie hat erstmal ordentlich korrigiert. Das zeigen wir jetzt mal im Chart, nämlich erstmal der langfristige Chart, den Sie hier sehen bei CD Projekt. Seit 2009 geht es hier schnurstracks nach oben. Natürlich der Erfolg der Witcher-Reihe. Ja, und jetzt zuletzt, man sieht es hier nur ganz am Rande, der Einbruch. Ordentlich ging es da zur Sache von der Spitze aus ja fast zwischenzeitlich die Hälfte eingebüßt. Das ist jetzt der Chart aus Warschau von der polnischen Börse. Hier jetzt nochmal kurz der in Euro, weil die Aktie ist ja eben auch jetzt im Euro-Raum handelbar. Also wie gesagt, über 100 Euro in der Spitze. Und jetzt im Tief hat man sich der 50-Euro-Marke nicht so weit mehr entfernt. 55 Euro war es im Tief. Jetzt Schlusskurs gestern 68 Euro. Man hat sich eben schon ein bisschen wieder davon erholt, von diesem Schock. Perspektivisch ist dieses Spiel natürlich ein Kracher und kann natürlich weiterentwickelt werden, wenn man die Baustelle jetzt erstmal beseitigt hat. Man will sogar jetzt einen Neuableger für Multiplayer-Möglichkeit dann auflegen. Also da ist einiges drin, aber man muss dazu natürlich auch sagen, Börsenwert von CD Projekt immer noch 7 Milliarden Euro. Ja, man wird wahrscheinlich jetzt einen Umsatz generieren in diesem Jahr, vielleicht Richtung, wenn es gut läuft, 1 Million Euro. Ja, das könnte rausspringen. Vielleicht nächstes Jahr muss man schauen, dass man das hält. Das ist natürlich eine sportliche Bewertung, das muss man ganz klar sagen. Aber am Ende des Tages kommt es bei diesen Spielen natürlich darauf an, dass man diese In-App-Käufe, dass man damit sehr, sehr viel Geld verdient. Und das Beispiel, das sehen wir ja eben bei Take-Two, da läuft das ja ganz hervorragend seit vielen, vielen Jahren. Also wie gesagt, das ist eine Aktie, da muss man natürlich starke Nerven haben, wenn man da investiert ist. Aber sicherlich, wie gesagt, einen Fuß in die Tür stellen jetzt nach der Korrektur, das könnte durchaus Sinn machen. Da kommen wir jetzt zu dem Unternehmen, was ich jetzt genannt habe, nämlich Take-Two Interactive. Wie gesagt, selbst mein Schwiegervater war zwischendurch im Wilden Westen gelandet und war Cowboy und Indianer. Ich glaube, Indianer gibt es da gar nicht. Aber hat den Wilden Westen dann erlebt und fand das richtig, richtig spannend. Und natürlich wartet man hier auch auf GTA 6. Das ist ja die Gerüchteküche nach wie vor am Köcheln. Und das ist natürlich ein fantastisches Unternehmen, auch was die Umsatz- und Ertragsentwicklung angeht. Ja, da ist man natürlich einer polnischen Firma oder der polnischen Firma, die ich eben vorgestellt habe, weit, weit voraus. Und auch was den Chart angeht, das sehen Sie hier im Langfristchart, ja, da geht es einfach schnurstracks Richtung Allzeithoch. Und hier sind die Ampeln ganz klar auf grün und man darf sich in den nächsten Wochen und Monaten hier noch einiges erwarten. Also Take-Two, ganz klarer Favorit. Ein weiteres Unternehmen, was natürlich momentan richtig profitiert von der FIFA
Welle, die aktuell läuft. Das ist ganz klar Electronic Arts. Also selbst mein Junior, der ist begeistert von dem Ultimate Team. Ja, da muss man online sein. Viele, viele Spieler kaufen dazu, um ihre Spieler zu verbessern, um wirklich die Ikonen zu kaufen, wie mir das mein Sohn erklärt hat. Also auch mal mit dem alten Pelé irgendwie unterwegs zu sein, muss Riesenspaß machen. Und das füllt natürlich die Kasse von Electronic Arts. Aber entscheidend ist ja auch jetzt ein Zukauf, den man getätigt hat. Und da ist man sogar Take-Two. Man hat eine Schippe draufgelegt und hat jetzt den Zuschlag erhalten für den britischen Game-Entwickler Codemasters. Und damit stärkt man die eigene Rennsportserie. Also man hat Zugriff jetzt auf Formel 1 etc. Und da ist natürlich in Zukunft auch noch einiges zu erwarten. Und klar, ich glaube ich fest davon, man hat ganz klar diesen E-Sport Trend da fest im Auge, weil da wird in Zukunft das Geld verdient. Nicht zu vergessen ist trotzdem auch noch die Möglichkeit, was Star Wars angeht, da hat man ja auch die Lizenzen dafür und ein ordentliches Weltraumspiel, da wäre ich sogar mal wieder für zu begeistern, als alter Wing Commander von früher, ja, die Älteren unter euch werden das sicherlich noch dran erinnern, der Kampf gegen die Kilrathis, da war ich dabei und habe die Welt gerettet. Aber jetzt geht es um den E-Sport, der spült wirklich Electronic Arts die Kassen, auch die Bewertung ist noch vernünftig. Und auch hier sieht man im Langfristchart, da geht es wieder Richtung der Jahreshöchststände nach oben. Und natürlich dürfte das Weihnachtsgeschäft hier wirklich klasse ausfallen, auch gerade dank eben FIFA. Und last but not least, wenn man in der Gaming-Sparte ist, muss man natürlich auch Activision nennen. Auch hier nicht unbedingt die großen Neuentwicklungen, die da auf den Markt kommen, aber man verdient gut mit dem, was man hat. Die Ableger, die neuen der Call of Duty-Reihe, die spülen einfach immer wieder Einnahmen rein. In den letzten 12 Monaten allein 3 Milliarden Dollar. Und wie gesagt, natürlich wartet man auch hier auf Neuerungen, aber da wird ja auch kräftig investiert im Hintergrund. Und Activision hat einen gewissen Kultstatus bei den Gamern, wie mir immer wieder berichtet wird. Wir haben ja auch hier bei uns im Unternehmen so ein paar Zocker und die schwören nach wie vor auf Activision, auch wenn sie aktuell nicht wirklich zufrieden sind mit dem, was passiert. Aber die Hoffnung stirbt da bekanntlich zuletzt. Und immerhin, die Aktie, die hat die Vorschusslorbeeren schon. Man ist wieder dran, ein neues Allzeithoch zu generieren. Also aus technischer Sicht sieht das hier ganz, ganz hervorragend aus. Aber in dem Zusammenhang sollte man natürlich auch die Unternehmen erwähnen, die Hardware dafür liefern, damit das läuft. Also klar, eine Nvidia, eine AMD sind da zu nennen von der Chipseite, aber von den Konsolen natürlich Microsoft und Sony. Und ja, das ist ja bei Microsoft so ein bisschen die Überraschung gewesen zuletzt, dass wirklich der Xbox, der Gaming-Bereich auch stark gewachsen ist. Also da ist in den nächsten Wochen, Monaten auch noch einiges zu erwarten. Und das ist natürlich noch ein Zusatz auf die ohnehin starke Entwicklung in dem Home-Business-Bereich, Stay-at-Home-Trend, der ja auch nicht nur privat, sondern auch die Unternehmen eben zu Home-Business, Home-Office-Lösungen zwingt. Und da ist Microsoft natürlich der allererste Ansprechpartner. Starke Entwicklung aktuell in der Konsolidierung, sieht das sehr, sehr attraktiv aus, da Positionen neu zu etablieren oder eben bestehende auszubauen. Und die gute alte Sony, ja. Also früher natürlich das Nonplusultra in Sachen Technologie, als in Amerika man noch überhaupt da weit weg war, da hieß es ja immer noch, it's not a trick, it's a Sony. Da war Japan der Nabel der Technologie. Und das hat ja auch in den 90er Jahren am Ende dazu geführt, dass Sony ein Allzeithoch Richtung 20.000 Yen erzielt hat. Dann ging es kräftig in den Keller. Die Amerikaner haben alles überholt und abgehängt. Aber mit der PlayStation und gerade jetzt auch mit der neuen PlayStation 5 ist Sony wieder ein Riesenwurf gelungen. Das Gerät ist kaum zu kriegen. Ja? Also da gibt es sogar am Schwarzmarkt Preise, damit man die neue PlayStation irgendwie bekommt noch. Und das wird natürlich auch in den nächsten Monaten das Geschäft von Sony weiter anheizen. Und Sie sehen es hier im Chart, toller Aufwärtstrend, jetzt mittlerweile seit 2012 etabliert. Neues Mehrjahreshoch jetzt. Und wie gesagt, warum nicht in den nächsten 2-3 Jahren auch ein neues Allzeithoch. Und das wären immerhin nochmal von heute an knapp 100% obendrauf. Ja, das war's
heute an Anregungen von mir. Schalten Sie jetzt aber nicht ab, denn jetzt wird Nicole die nächsten Gewinner ihres Adventskalenders vorstellen. Hallo liebe Aktienlustfreunde, heute möchte ich die Gewinner von Video-Adventskalender-Türchen 5 bis 11 bekannt geben. Am 5. Dezember gab es zu gewinnen unseren Börsenbrief, das 100% Depot für 3 Monate. Und zu kommentieren war, wo bekommt ihr eure Aktientipps her, welche Magazine oder Börsenbriefe lest ihr? Gewonnen hat der Tim Drexler. Hier aus YouTube mit dem Kommentar, ich lese den Börsenbrief von Professor Dr. Max Otte und den Bernecker. Ab und zu kaufe ich mir auch mal den Aktionär, wenn mir der Titel gefällt. Auf Finanzen.net checke ich regelmäßig die Kurse. Herzlichen Glückwunsch. Ja, am 6. Dezember haben wir verlost eine Flasche Moët Champagner. Und die Frage war, mit wem würdest du gerne mit Champagner auf ein neues Jahr 2021 anstoßen? Und hier hat gewonnen der Frank B., ebenfalls aus YouTube, mit meiner Frau, die mittlerweile auch erfolgreich in Aktien investiert, würde er gerne anstoßen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auf ein paar schöne Aktiengewinne im Depot dieses Jahr anstoßen könnt. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Ja, als nächstes haben wir ein Jahr Aktienlust Club verlost. Und die Frage hier war, was ist Aktienlust für euch, beziehungsweise was macht euch Lust auf Aktien? Und hier hat gewonnen Luca Video. Lust auf Aktien macht definitiv ihr. Schon über ein Jahr begleitet ihr mich durch alle Börsen, Ups und Downs und bringt sachlich, rational alle relevanten Neuigkeiten zum Thema Börse rüber. Ihr macht einen absolut super Job. Weiter so. Ja, das freut uns natürlich. Herzlich willkommen im Aktienlust Club. Ein Jahr kannst du alle Vorteile kostenlos nutzen. Wir wünschen dir viel Spaß. So, als nächstes hatten wir das Buch von der Beate Sander. Gewonnen hat hier die Debbie Uthart aus Instagram. Als nächstes hatten wir wieder ein Buch von dem Kolja Barkon, der rationale Kapitalist. Hier hat auch gewonnen, ebenfalls aus Instagram, Lenny Max. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das Print-Abo von Börse Online hat gewonnen der Ronald Rauch hier bei YouTube. Zu beantworten war, wieso möchtest du das Abo gewinnen? Ja, er hat geschrieben, weil kompetente Redakteure an Bord sind. Ja, die liegen ja aktuell auch beim Börsenspiel vorn. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Herzlichen Glückwunsch zu ein Jahr Print-Abo Börse Online. Zum Schluss hatten wir noch dreimal Powerbank. Zu kommentieren war, warum möchtet ihr in Zukunft kein Aktienlust-Video mehr verpassen? Hier hat einmal gewonnen der Spitzengriss bei Instagram. Er schreibt, weil ich stets einen guten Mix aus Tipps, Erklärungen und Wissen bekomme und ich euch drei noch dazu sehr authentisch finde. Bravo, schreibt er. Dankeschön. So, als nächstes hat gewonnen hier bei YouTube HP, also nur ein H wie Heinrich und ein P wie Paula. Sympathisch, fachkundiges Team, schreibt er, Hilfe, das börsentägliche Geschehen einzuordnen, beruhigend in Krisentagen, gehört einfach jeden Tag dazu. Und zu guter Letzt, der letzte Gewinner der Powerbank ist die Tanja, ebenfalls hier bei YouTube. Ihr seid einfach ein geniales Team und macht super Börseninfos, leicht verständlich und immer spannend. Mit Aktienlust gibt's keinen Frust, schreibt sie. Ja, allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch von mir und auch im Namen des gesamten Aktienlust-Teams. Meldet euch bei mir per E-Mail nicole.straub@aktienlust.tv oder auch gerne bei Instagram. Dort werde ich dann die gesamten Gewinner ebenfalls nochmal in meiner Story erwähnen.